Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Passend zu Weihnachten hat Amazon mir ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht, wenn man es denn so nennen will, denn ich durfte endlich die Amazon Echo oder die Amazon Echo Lautsprecher bestellen, beziehungsweise die Alexa Assistenzsysteme. So, beide sind drin und natürlich fange ich mit dem großen Amazon Echo an und nicht dem Dot. Der hier kostet ja 180 Euro, wenn man damals vorbestellt hat, bekommt man 50 Euro Rabatt als Prime-Kunde. Und wenn dann endlich die Einladung kommt, beziehungsweise die Kauf, Sie dürfen jetzt endlich kaufen. Und hier ist das Teil. Ich zoome mal ganz kurz ein Stückchen raus, hoffe mal, das wackelt jetzt nicht zu sehr. So. Und jetzt sehen wir es in einem neuen Farbton gehalten. So viel kann man den Amazon-Designern ja wirklich zugute halten. Die designen jedes Apple-Produkt ein bisschen, jedes Amazon-Produkt ein bisschen anders. Die Fire-Tablets da in Rot, das, also die Rottöne. Und jetzt halt gibt es für Echo dieses rot, blau-grüne Türkise. Vorne drauf stehen sogar schon mal ein paar Sprachvorschläge. Spiele mir das ab, schalte Licht ein und aus. Wie ist die Verkehrs-, erzählen einen Witz. Also nichts anderes, also im Großen und Ganzen, wie man das zum Beispiel von Siri oder auch bei Google kennt. Fernfeld-Sprachsteuerung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hier ist aber der große Vorteil, dass wir ein Produkt haben. Ne, aus einer Hand Lautsprecher, Mikrofon und ich sag mal die ganze Rechenpower. Gut, auch wenn natürlich vieles in die Cloud geht. Aber alles aus einem. WLAN, Bluetooth, Alexa Voice Service. Na gut, das kann man sich hier später alles noch selber durchlesen. Und auf der Seite entdecken Sie, ach so, guck mal, Amazon, klar, ist Amazon Music eingebaut. Spotify, wobei ich sehe da jetzt nichts von Spotify Connect. Ich bin sehr gespannt. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Wie kriege ich dich hier raus? Einfach von oben rausziehen. Ach nein, hier oben ist schon die erste, also die erste Hürde. Und unten ist wahrscheinlich die... Und unten ist die zweite Hürde auch noch. So, jetzt aber. Okay, weiter geht's. Amazon, ja gut, also vom Verpackungsdesign bleibt Amazon seiner Linie treu. Die schwarze Box bleibt uns erhalten. Und auf der Unterseite noch einmal. So, und jetzt bin ich aber mal gespannt. In Summe ist das Ding, die Box ist schwer. So, und ich habe, ich sehe jetzt wirklich zum allerersten Mal diesen Amazon Alexa Lautsprecher. Den gibt es ja auch noch in weiß. Ich habe mich jetzt einfach für schwarz entschieden. Wobei, ich habe halt bei weiß immer so, es ist der richtige Weißtöne. Bei weiß gibt es ja so viele verschiedene Weißtöne. Und bei schwarz ist es halt in der Regel schwarz. So, was haben wir hier sonst noch drin? Ein Netzteil, gehe ich mal stark davon aus. Sehr schön, sehr schön. Aber da möchte ich... Oh Mann, gut. Das Teil ist ja eh in der Wand, das fällt da nicht so wirklich auf. Wir haben ein, krass, 21 Watt. Da bin ich ja mal an die auf die Lautsprecherleistung gespannt. Was mich jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen mehr zusammenzucken lässt, ist die Länge des Kabels. Das sieht jetzt nicht wirklich so lang aus und es bewahrheitet sich. Ja gut, wenn ich ein bisschen ziehe, vielleicht doch 2 Meter, denke ich jetzt mal. Lasst mal kurz das Ding doppelt nehmen und dann... Ja, nicht ganz 2 Meter. Ich tippe mal wieder auf 1,80, werde ich aber natürlich noch nachmessen. Was natürlich doof ist, 21 Watt hätte man wahrscheinlich problemlos auch, also mit USB Type-C realisieren können. Kabel ist fest verbaut und es ist halt kein USB Type-C oder Micro-USB. Wobei Micro-USB, ich glaube, geht bis 15 Watt, das wäre zu wenig gewesen. Hier muss man natürlich mit, ja, wenn das wenn das jetzt von der Länge nicht ausreicht, dann muss ich hier wieder mit dem Verlängerungskabel kommen. Ach, da hätte man doch, ich meine, es ist ein Produkt, was noch nicht mal Ende 2016 normal verfügbar ist, wenn ich es nur mit Einladung kaufen kann. In 2017 wird es dann so sein. Da hätte auch Amazon direkt hingehen können und uns mit USB Type-C ausstatten können. Na, so, was haben wir sonst noch hier drin? Einmal die Anleitung, die schon auseinanderkippt. Wie ist das? Ach, kann man gar nicht rausziehen. Das ist da eingeklebt. Ich brech ab. Hatten wir so mal was, wo die Hülle eines Begleitheftchens in die Verpackung geklebt ist? Ah, gut, dann gucken wir mal ganz kurz. Amazon Echo, das ist hier EU und wichtige Produktinformationen zum Ausprobieren. Ach, nochmal ein Kärtchen mit Hinweisen, was man sagen kann. Okay. Und dann hier drin die Anleitung. Ach, guck mal. Aktionstaste, Mikrofon-Austaste, Lichtring, Lautstärke-Ring. Ach, Lichtring und Lautstärke-Ring. Jetzt bin ich es aber gleich aufs Leuchten gespannt. Dann werden die Tasten erklärt.
Dann wird erklärt, wie verbinde ich das Ding. Laden Sie ja die Alexa-App runter. Ich tippe mal da auf iOS und Android, wobei es mich auch interessiert, was machen die Windows-Leute. Und dann erste Schritte mit Amazon Echo. So, okay, positionieren Sie es an einem zentralen Ort, mindestens 20 cm von der Wand entfernt. Boah, da bin ich immer gespannt. So, und das war's hier. Und jetzt gucken wir doch mal. Hier in der Box war auch nichts weiter. Nein. So, und dann haben wir, also optisch sage ich jetzt gerade mal, auch gar nicht mal so schlecht. Also das hier ist auch wahrscheinlich so Kategorie vom Lautsprecher oder vom, das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich meine vom Gewicht und wie stabil sich das Ding anfühlt, dass ich, wobei ich sage, ich hatte nicht wirklich hohe Erwartungen an den eingebauten Lautsprecher. Gerade wenn man das vielleicht ins Wohnzimmer, also hiermit das Bad oder die Küche beschallen. Ja, okay, warum nicht? Aber für ein Wohnzimmer, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu viel. Wobei jetzt meine Erwartungen gerade kräftig nach oben geschraubt worden sind. Hätte ich gar nicht gedacht. Auch für einen Preis von 180 Euro. Ich denke mal, der Preis ist da hauptsächlich auch mit, naja, dass man den neuesten Gadget Nasen, ich will jetzt nicht den neuesten heißen Trend kaufen kann. Ja, aber ich habe so noch nicht so die hohen Erwartungen, gerade mit diesem Sprachgesteuerten. Gerade wenn man dann immer liest, gerade bei Siri und Google ist es ja bei den Amis doch noch mal ein bisschen mehr möglich als bei uns. Aber ich freue mich sehr darauf, jetzt mit rauszufinden, wie funktioniert Alexa und vor allem, wie viel kann Alexa bei uns hier in Deutschland bereits. So, und oben haben wir dann an, aus und die Mikrofon. Also ich bin sehr gespannt jetzt einfach mal. Aber das soll es gewesen sein. In Summe bin ich jetzt deutlich überraschter da und beim Zubehör bin ich ein bisschen unterrascht oder ich will jetzt nicht enttäuscht sagen, aber da habe ich jetzt gedacht, für einen Preis von knapp 200 Euro, wenn das Ding mal normal in den Verkauf geht, könnte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten. So, aber das soll es erstmal gewesen sein. Erster Eindruck von dem, ist doch Plastik, aber irgendwo ist es, also es ist trotzdem schwer. Oder doch, das ist Plastik. Doch. Ihr braucht mir, ja, egal. So, ich schließe das Ding jetzt einfach mal an und im ersten Eindruck bin ich doch jetzt mal sehr gespannt. Wobei, ich will es doch jetzt einfach mal leuchten. Ich will es leuchten sehen. So, das da unten rein. Schön. Also, das nehmen wir doch jetzt gerade noch mit. Optisch? Ja, warum nicht? Jetzt hat man ein leuchtendes Ding. Super. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.